Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, deiner so viel geliebten Braut. Komm, erleuchte unseren Verstand und stärke unseren Willen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Das Kirchenjahr geht wieder zu Ende, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben uns wieder versammelt, um uns im Glauben zu vertiefen. Es geht mir immer darum, wenn wir hier auch zusammenkommen, hier oder an anderen Orten, um ja, dass wir eine gute Nahrung bekommen. Ich möchte Ihnen zumindest eine gute Nahrung geben. Wir beten ja im Vater Unser immer, gib uns das tägliche Brot. Wir beten um das tägliche Brot. Die Kirche hat es aber immer auch so verstanden, diese Vater Unser Bitte, dass es nicht nur um das irdische Brot geht, sicher auch. Und diese Bitte um das irdische Brot macht uns auch demütig, damit wir einfach auch immer wieder uns bewusst sind, dass wir von Gott alles haben, von ihm alles empfangen. Er hat uns geschaffen und er hält uns am Leben, diese Vater Unser Bitte. Aber auch die Kirche hat es immer auch verstanden im geistlichen Sinne, dass es auch um die geistliche Nahrung geht. So wie der irdische Leib eine Nahrung braucht, eine gute, und da sind wir heute in unserer Zeit sehr bedacht, dass wir gesund essen, wie es so schön heißt, nicht wahr? Und ja, gesund kochen und was weiß ich, da wenden wir sehr viel an Zeit auf und auch wir scheuen es nicht, das eine oder andere auch mehr auszugeben, wenn Bio draufsteht und so weiter. Ist nicht immer alles Bio, was, wenn Bio draufsteht, wir wissen das. Aber wir geben da sehr viel aus, ist ja auch nicht schlecht, ist auch gut, wir sollen auch gesund essen und so weiter und eine gute Nahrung haben. Aber auch das übernatürliche Leben, das Leben der Seele, das Leben der Gnade, das uns durch die Taufe eingesenkt wurde in unsere Seele, in unser Herz, braucht ebenfalls Nahrung und eine gute Nahrung, damit dieses geistliche Leben in uns nicht verkümmert oder abstirbt, ganz aufhört. Dafür sind auch solche Stunden, die wir uns jetzt wieder gönnen. Zwischendurch macht einmal jemand geistliche Exerzitien, vielleicht ein paar Tage mehr. Ich sehe da Ordensschwestern, die haben das sogar vorgeschrieben, dass sie wenigstens einmal im Jahr nicht geistliche Tage Exerzitien verbringen, um der Seele Nahrung zuzuführen, gute Nahrung. Das soll auch hier geschehen, auch in dieser Stunde. Ob es die Nahrung jetzt für Sie gerade ist, was ich Ihnen heute sagen möchte, ich hoffe, dass etwas dabei ist, dass Sie gestärkt werden in Ihrem geistlichen Leben. Allen voran ist es natürlich, wenn wir vom Brot reden, das eucharistische Brot, der Leib des Herrn selbst, der die kräftigste Nahrung ist darüber hinaus, aber ist es die Heilige Schrift, das Wort Gottes, das auch solche Unterweisungen, die Katechesen. Möge also auch das jetzt heute dazu beitragen, dass Ihre Seele eine Nahrung hat. Es geht um, ich habe schon gesagt, das Kirchenjahr geht zu Ende und wir haben noch einen Sonntag, der vor uns liegt. Und ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie wissen, welcher Sonntag das ist. Nach der neuen Ordnung ist das der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der Christkönigssonntag. Ein Hochfest, Christus König, gleichsam die Zusammenfassung des ganzen Geheimnisses des Kirchenjahres, Zusammenfassung, die Krone sozusagen, Christus ist König. Und darüber, über dieses Geheimnis, über diese Tatsache möchte ich heute ein bisschen tiefer eindringen und Ihnen einiges mitgeben. Wir haben es so in unserer Kirche seit einigen Jahren jetzt, halten wir so, dass wir die Krone, die Erntekrone, nicht hereintragen und irgendwo dann hinstellen und dann so welkt sie vor sich hin oder die Mäuse knabbern daran, sondern wir haben sie aufgehängt, die Krone in der Mitte der Kirche wie ein Luster und sozusagen gleichsam als krönender Abschluss des Kirchenjahres, nicht wahr, passt es dann sehr gut für Christus König. Er ist der König, er ist der Herr und diese Erntekrone, die Krone wird dann abgelöst jetzt dann Ende nächster Woche. Mit dem Adventkranz beginnt ein neues Kirchenjahr. Also, die Tatsache, dass Christus der König ist und dass wir dieses Fest feiern, dieses Geheimnis, möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen. Und vor allem, dass Sie gestärkt werden in diesem Glauben, dass Sie eine Freude haben
an Christus, dem König auch, dass sie es mit Stolz erfüllt, dass sie zu diesem König auch gehören, dass sie Königskinder sind. Monarchisten habe ich einmal gesagt, aber das müssen Sie richtig verstehen natürlich, ja, weil wir gehören zu diesem Monarchen, zu Christus. Schauen Sie, die Welt ist wie ein Buch, können wir es vergleichen. Und in ein Buch, in dem man in großen Buchstaben lesen kann. Und wenn Sie ein Buch zur Hand nehmen, von jemandem ein neues Buch geschenkt bekommen, dann sind Sie schon neugierig, was ist der Inhalt dieses Buches. Wenn wir die Welt betrachten wie ein Buch, jedes Geschöpf ist ein Satz, so können wir sagen, wer ist der Verfasser dieses Buches? Der Verfasser dieses Buches der Welt ist der dreifaltige Gott. Unter der Mitwirkung der himmlischen Geister, der himmlischen Welt und auch der Menschen. Ja? Wir aber, die Menschen, sind Kraft der Vernunft aufgerufen, aus diesem Buch die Absichten Gottes herauszulesen. Die Absichten Gottes herauszulesen. Was ist die Absicht Gottes? Warum hat er die Welt geschaffen? Warum sind wir da überhaupt als Menschen? Warum sind wir in dieser Welt, auf dieser Welt? Es ist wirklich wie bei einem spannenden Buch, kann ich Ihnen sagen. Ein Buch hat einen Inhalt, hat Leitgedanken, einen roten Faden, eine Seele, so könnten wir sagen. Ein Leitgedanke, mit dem alles gesagt ist. So, wenn Sie ein Buch kaufen oder zur Hand nehmen, dann schauen Sie ja am Umschlag, nicht also kurz zusammengefasst, was so der Leitgedanke dieses Buches ist. So, nach der Frage, warum geht es in diesem Buch? Und die Antwort, es geht um Folgendes, kurz gesagt und so weiter, nicht? Wenn Sie jemanden in ein Buch gibt und sagt, worum geht es in dem Buch? Und dann sagt er vielleicht, der schon gelesen hat, kurz, es geht in dem Buch um das und das und das, nicht? Und wenn wir auf unser Buch schauen, auf das Buch der Welt gleichsam, was ist das Thema, was ist der Inhalt? Der Inhalt der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung, des Schöpfungsbuches, der Inhalt der Weltgeschichte. Wenn Sie eine Kurzfassung wollen, dann sage ich Ihnen, der Leitgedanke, die Kurzfassung dieses Buches der Schöpfung ist, Doppelpunkt, Jesus ist der König. Der König. Christus der König. Das ist die Kurzfassung dieses Buches, der Welt, in der wir leben. Wie in einem Buch. Und den Kurzbericht, den Kurzinhalt versteht man oft erst dann so richtig, wenn man das Buch natürlich zu Ende gelesen hat und dann Rückschau hält. So hier auch in unserem Buch der Welt. Erst das Schlusskapitel, nämlich das Weltgericht. Und wir werden darüber davon hören am kommenden Sonntag im Evangelium und passen's gut auf, ja, wenn es um das Weltgericht geht. Das könnte uns erzittern machen, muss ich Ihnen sagen, wenn Sie es wirklich gut aufpassen. Denn Sie werden dort mitspielen, Sie werden dort bei diesem Gericht anwesend sein. Keiner von euch wird fehlen, keiner. Jeder wird bei dieser Gerichtsverhandlung dabei sein. Es wird spannend sein. Aber Sie müssen jetzt schon danach trachten, dass sie auf der richtigen Seite sind, dann dort, Schwester. Ja? Der Schleier allein genügt noch nicht, wissen wir. Auch das Collar allein genügt nicht. Ich könnte mit dem Collar allein da auf der anderen falschen Seite dann stehen beim Gericht. Das ist wirklich so. Muss man aufpassen. Also, jeder wird bei diesem Gericht anwesend sein. Am Sonntag werden Sie es hören. Ja? Alle werden versammelt sein. Das ist sowas Dramatisches, das ist sowas Gewaltiges. Der Gedanke allein, wenn ich mich damit beschäftige, das ist, man findet keine Worte, das auszudrücken. Alle werden versammelt sein. Alle. Werden vor ihm erscheinen, vor diesem König, wenn er auf seinem Thron sitzt. Ja? Und dann geht's los, mein Lieber. Das ist nicht nur so eine liebe Geschichte, sondern das ist etwas, das alles Entscheidende. Aber es entscheidet sich hier, jetzt, heute, morgen entscheidet sich's, wie der Richter dann uns richten wird. Das Zeichen des Menschen, und es heißt, wenn dieses Gericht kommt, wenn er der Richter erscheint, Christus,
wie wird er erscheinen? Es heißt, das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen. Wie der Blitz, der leuchtet vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Das Zeichen des Menschensohnes. Was ist das Zeichen des Menschensohnes? Das Kreuz. Warum? Erst dann verstehen wir das alles. Warum? Wozu ist alles geschehen in Jesus? Er ist das Alpha und das Omega. Es ist mir so ein Anliegen, dass wir das vertiefen, angesichts auch der heutigen Situation, in der wir leben. Sie werden es gleich verstehen, auch noch tiefer, warum das so wichtig ist, dass wir uns darin vertiefen. In Jesus. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Das Geschehen in ihm, dem unsterblichen König der Jahrtausende. Alles in ihm und durch ihn. Das Zeichen des Menschensohnes leuchtet dann am Himmel. Das Zeichen des Menschensohnes ist das Kreuz. Und ich sage Ihnen eines, wenn es leuchtet, das Zeichen des Menschensohnes, dann ist es hell. Wenn das Zeichen des Menschensohnes da ist, dann ist es hell, wenn es leuchtet. Und wenn es nicht leuchtet am Himmel, dann fehlt der Welt das Licht. Wenn dieses Zeichen des Menschensohnes nicht mehr leuchtet, wenn es nicht leuchten würde, dann ist es dunkel. Dann fehlt der Welt das Licht. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Oh ja, Sonne, Mond, Sterne, sie leuchten. Sie leuchten auch. Jetzt in den letzten Tagen hat der Mond sehr stark geleuchtet. Jetzt ist schon wieder beim Abnehmen. Leuchten zwar, aber ich sage Ihnen, es nützt nichts, wenn sie leuchten. Es nützt nichts, wenn die Sonne hell scheint. Jetzt diese herrlichen Herbsttage, die Sonne scheint. Es nützt nichts. Der Mensch sieht nichts und versteht nichts, wenn das Zeichen des Menschensohnes fehlt. Ohne dieses Zeichen, ohne sein Leuchten, versteht der Mensch nichts. Geht der Mensch, die Menschheit im Dunkeln und straucheln die Menschen, fallen sie. Ohne das Zeichen, wenn es nicht leuchtet, das Kreuz. Ohne dieses Zeichen, sage ich Ihnen, es ist wie eine Sonnenfinsternis, obwohl die Sonne leuchtet. Ohne das Zeichen des Menschensohnes, wenn das Kreuz nicht mehr leuchtet am Himmel, dann ist eine Sonnenfinsternis. Denn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen. Eine geistige Sonnenfinsternis über der Welt, über dem Weltall, wenn Christus sein Zeichen nicht leuchtet. Der heilige Johannes, der Evangelist, hat im Prolog seines Evangeliums von dieser Sonnenfinsternis gesprochen. Als eine Tatsache für die Welt. Er sagt, nämlich außerhalb von Christus, gibt es die Sonnenfinsternis. Er sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Aber, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Sehr schön sagt es Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis, die Welt hat es nicht ergriffen. Diese geistige Sonnenfinsternis, kann ich Ihnen sagen, gilt ganz sicher für die Zeit vor Jesus, wo er noch nicht in der Welt war. Es war ein Suchen und Tasten.